Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und wünsche dir einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Wenn du einen Zauberstab hättest, was wäre dann morgen anders? Diese Frage habe ich gestern gestellt und da kamen ganz, ganz interessante Kommentare, auf die ich jetzt einfach mal so hier in einem weiteren Live eingehen möchte. So pauschal. Hallo liebe Karin, schön, dass du dabei bist. Schick mir doch gern mal einen Daumen hoch oder ein Herzlein, dass ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Das wäre lieb. Ja, danke auch für die Offenheit, für eure Kommentare, die ihr da unten drunter geschrieben habt. Hallo liebe Manuela, schön, dass auch du dabei bist. Und ich habe mir so ein paar Antworten da rausgepickt, worauf ich jetzt einfach mal eingehen möchte. Zum einen geht es um das Thema, ich wüsste endlich, welche Talente, Fähigkeiten ich tatsächlich habe und wie ich sie annehmen und leben kann. Schau mal, jeder von uns, jeder einzelne von uns ist mal hierher gekommen, hat sich mal die Familie, in der er geboren wurde, in der sie, in der du geboren wurdest, ausgesucht. Und ist auch hierher gekommen mit so einem gewissen Plan, mit einem Seelenplan, so nenne ich das einfach gerne, mit einer Aufgabe ist. Egal, wie du das auch immer nennen magst. Hallo, liebe Manuela. Und so haben wir uns als kleine Kinder auch verhalten. Wir sind morgens aufgestanden, mit großen Augen haben wir in die Welt geblickt. Es war alles für uns möglich. Wir wollten die Welt erobern, wir wollten die Welt entdecken. Und wir wollten uns selbst verwirklichen. Wir wollten uns selbst verwirklichen, unseren Seelenplan verwirklichen. Und dann ist einfach die gut gemeinte Erziehung dazwischen gekommen. Das sind erstmal ganz viele Schleier über uns gelegt worden. Dann sind wir in ein Schulsystem reingepresst worden, wo es auch nicht darum ging, unsere Persönlichkeit zu entwickeln, sondern wo es darum ging, den Lehrplan durchzuziehen. Das ist jetzt alles keine Elternschelte oder Schimpfe über irgendein System. Ich möchte nur mal bewusst machen, warum das so eine Herausforderung ist. Es war auch für mich eine Herausforderung, meinen Seelenplan zu entdecken, meine Talente und Fähigkeiten zu leben, sie zu entdecken. Und dann haben wir gelernt nach der Schule, ein Studium zu machen, damit wir irgendwas in der Hand haben. Hallo, liebe Petra. Oder irgendeine Ausbildung zu machen, damit wir auch da etwas in der Hand haben. Und weder unser Umfeld, also Eltern, Lehrer, wer auch immer, was auch immer, so zu unserem Umfeld gehört, niemand von denen hat es ja anders erfahren. Also konnten sie es uns nur so weitergeben, wie sie es uns weitergegeben haben. Und allein auch von der Größe her, von unserer Größe gegenüber der Größe der Erwachsenen, sind wir ja auch nicht ernst genommen worden. Und so sind einfach ganz, ganz viele Schleier über uns gelegt worden, die über uns lasten, wie so ein Damoklesschwert. Und das hat uns vergessen lassen, welche Fähigkeiten und Talente wir haben, die tief in uns verborgen sind. Geschweige denn hat man uns beigebracht, dass man damit auch Geld verdienen kann. Weil wir haben ja die andere Geschichte gelernt. Eine Ausbildung machen, irgendwo in eine Firma zu gehen und da Zeit gegen Geld zu tauschen. Das ist das noch Übliche. Ich bin der Meinung, in 50, 60 Jahren spätestens wird das auch nicht mehr so sein. Aber du, ich, wir sind in dieses System noch hineingewachsen, hineingepresst worden und das ist zurzeit auch noch so. Und das ist der Grund, warum es uns so schwerfällt, dann unsere wahren Talente und Fähigkeiten alleine nochmal auszugraben, uns daran zu erinnern. Jemand Außenstehendes, der sich damit auskennt, der kann da einen anderen Blickwinkel drauf werfen.
und kann deine Talente und deine Fähigkeiten unter einem anderen Blickwinkel durchleuchten, mit dir gemeinsam. Und hilft dir so dabei, deine wahre Größe, deine Stärken einfach zu erkennen. Das ist so das Wertvolle, wenn du dir Hilfe holst in der Richtung, um dieses Potenzial zu erkennen. Da habe ich mir irgendwann mal Hilfe geholt. Und das ist das, was ich ja auch in der Akademie mit meinen Teilnehmern, mit meinen Akademikerinnen mache, dass wir die Lebensstory schreiben. Jeder Einzelne schreibt nach einer Anleitung seine Lebensstory. Und da schauen wir ganz genau hin, was das eine Ding ist und bauen all anderen Fähigkeiten und Talente darum rum, sodass das ganze Potenzial, das in dir verborgen ist, da wirklich auch ans Licht kommen kann und gelebt werden kann. Das ist das eine. Das andere ist, das habe ich ja eben auch schon erwähnt, dass wir es nicht gelernt haben, folge zu 100% deinem Herzen, mach das, was dir wirklich am Herzen liegt und auch damit kannst du Geld verdienen. Denn deine Talenten und Fähigkeiten, die in dir verborgen sind, selbst wenn du die entdeckt hast im ersten Schritt, erlaubst du dir damit ja immer noch nicht Geld zu verdienen, weil wir es ja nicht gelernt haben, dass wir damit Geld verdienen können und weil wir alle ausnahmslos, und da gehörte ich auch dazu und ich bin da längst nicht am Ziel, ich bin da ja auch noch auf dem Weg, ein ganz, ganz krankes Mindset zu dem lieben Thema Geld haben. Und im Grunde genommen ist noch nicht mal das Thema Geld das Problem, sondern die Angst ist eigentlich das Problem, dass wir nicht auf unseren Bauch lauschen, auf unser Herz lauschen, wenn uns etwas anspricht, was wir gerne machen möchten. Was aber dann Ängste in uns verursacht, wo wir auch gar nicht auf die Idee kommen, was ist denn, wenn es funktioniert, sondern wir uns gleich schon wieder ausreden, ich brauche es nicht und ja, was ist, wenn es nicht funktioniert und, und. Deshalb auch diesen Satz, den du bestimmt auch schon öfter von mir gehört hast, hinter deiner größten Angst liegt dein größtes Potenzial. Sobald du lernst, mal durch deine Ängste hindurchzugehen, sobald du es das erste Mal gemacht hast, wird es das zweite Mal schon wieder leichter und das dritte Mal und das vierte Mal und das fünfte Mal auch. Das ist auch bei mir nicht anders. Als ich zum ersten Mal im fünfstelligen Bereich mir ein Coaching gebucht hatte, hallo liebe Annalena, da hatte ich natürlich auch Angst. Geht das gut? Funktioniert das? Bringe ich das Geld wirklich auf? Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, sobald du diese Ängste einmal durchlebt hast und einmal gemerkt hast, dass es funktioniert, dass nur wenn du deinem ersten Impuls folgst, das fühlt sich gut an und da durchgehst und dich dafür einfach auch entscheidest, dann sendest du eine klare Botschaft ans Universum und dann wird das Universum dir auch weitere Möglichkeiten eröffnen. Und noch so ein Satz zu dem Thema Geld, weil ich ja eben erwähnt habe, dass wir da alle so ein wirklich krankes Mindset zum Thema Geld haben. Schau mal, Geld ist im Grunde genommen nichts anderes als bedrucktes Papier, dem wir natürlich eine immense Bedeutung beimessen. Aber letzten Endes, neutral gesehen, ist Geld bedrucktes Papier. Und Geld ist auch eine wunderbare Möglichkeit, als Tauschmittel sich das dann zu kaufen, wann man es möchte, ohne mit jemandem über irgendetwas zu verhandeln. Das heißt, Geld ist im Prinzip Handlungsspielraum. Und ich käme ja auch nicht auf die Idee, wenn ich ein Packen unbedrucktes Papier bei mir habe, zu denken, das Papier darf ich jetzt nicht irgendwie hergeben oder so, weil es ist nicht genug da,
ich muss da sparen am Papier, sondern nur, weil wir diesen bedruckten Geldscheinen so ein krankes Verhältnis da uns angeeignet haben, erlauben wir dieser Geldenergie nicht in unser Leben zu ziehen, geschweige denn, dass wir erlauben, für unsere Talente und Fähigkeiten Geldenergie in unser Leben zu ziehen. Das sind so diese Knackpunkte und da erzählen wir uns so viele Geschichten, warum etwas nicht funktioniert. Aber letzten Endes verbirgt sich die Angst dahinter, die Angst, dass zu wenig da ist. Und letzten Endes ist genügend Geldenergie da. Geld ist ja da, sonst gäbe es da draußen nicht, keine Ahnung, krasses Beispiel, Rolex-Uhren, die 100.000 Euro kosten und es gäbe Käufer dafür. Oder Immobilien, die 5 Millionen kosten und es gäbe Käufer dafür. Also das Geld ist da. Und es gibt Menschen, die ein entsprechend hohes Mindset, Geld-Mindset haben, die diese Geldenergie in ihr Leben lassen. Und es gibt eben auch welche, die sich verschließen, so wie ich früher auch da gestanden habe. Ich habe auch immer so da gestanden. Ich hätte zwar gern mehr, aber ich habe mich der Geldenergie nicht geöffnet. Und gerade im spirituellen Bereich ist es oft so, dass da so diese Prägung auch kursiert, sich nicht zu erlauben, Geld ins Leben fließen zu lassen oder nur wenig Geld oder sogar auf Spendenbasis zu arbeiten oder sogar vielleicht auch Coachings zu machen und gar kein Geld dafür zu verlangen. Hallo liebe Evelyn. Und solche Dinge, das ist gerade im spirituellen Bereich sehr, sehr verbreitet. Und das trägt dann auch dazu bei, dass wir uns verschließen der Geldenergie und die nicht in unser Leben lassen. Also zum einen, diese wunderbaren Fähigkeiten, Talente und Potenzial, das ist in dir verborgen. Es gilt nur, das wieder ans Tageslicht zu bringen und das funktioniert nun mal am besten mit jemandem, der dort steht, wo du hin möchtest, der dich dabei begleiten kann. Und das ist auch ja etwas, was wir in der Akademie machen. Das war, und deshalb mache ich auch zum Beispiel das Moneyfreude-Seminar im Oktober hier in Deutschland, wo wir einfach zusätzlich auch außerhalb der Akademie und soweit da Plätze frei sind, sind die auch zugänglich für diejenigen, die nicht in der Akademie sind. Das Thema Geld-Mindset nochmal durchleuchten und da ein anderes Bewusstsein entwickeln, damit du dir endlich mal erlaubst, auch die Geldenergie in dein Leben zu ziehen. Weil alles, was du dir mit Geldenergie bislang erzählst, das sind Geschichten. Das sind Geschichten, die wir uns erzählen, die wir für wahr halten, die wir raussenden ans Universum wie so ein Radiosender, der schwingt auf einer gewissen Frequenz. Und entsprechend kannst du nur auf einer gewissen Frequenz Dinge eben auch erhalten. Oder ein anderes Beispiel zu diesem Post, den ich da gestern gemacht habe. Ich würde endlich Geld verdienen mit dem, was ich liebe und müsste nicht länger auf die Rente warten, meinen ungeliebten Job aufgeben zu können. Das ist auch letzten Endes eine Geschichte, die wir uns erzählen. Es ist jederzeit alles möglich und wandelbar, änderbar, sobald du dich wirklich dafür entscheidest, dich an die Hand nehmen lässt und dir den Weg dahin zeigen lässt. Und aufhörst, ich habe da immer so das schöne Beispiel, das mir so vor meinem geistigen Auge ist, und so habe ich mich ja früher auch lange verhalten, da sitzt man auf dem Boot, auf dem See und schippert da sternenförmig in der Gegend rum, holt sich hier Impulse und da Impulse und da Impulse. Was aber letzten Endes fehlt, ist das Navigationssystem, um ans rettende Ufer zu kommen. Und genau das ist zum Beispiel auch das, was ich mit denjenigen mache, die in der Akademie sind. Ich hole jeden Einzelnen da ab, wo er gerade steht. Und das Ziel ist, dich auch dahin zu bringen, wo du hin willst. Hallo liebe Gabriele. Damit Mann, Frau, du endlich aufhörst, auf dem Boot zu hocken und auf dem See rumzuschippern.
und dir Geschichten zu erzählen, die wir ja dann letzten Endes auch selbst glauben. Und damit erschaffen wir uns ja im Außen unsere Realität. Es steht nirgendwo geschrieben, dass du, wenn dich dieses Thema jetzt gerade betrifft, einem Job nachgehen musst, der dich nicht erfüllt, der dich unglücklich macht, der dir Energie raubt, wo letzten Endes es auch noch dahingehend vielleicht irgendwann zu einem Energiemangel im Körper kommt, sprich Krankheitssymptomen, dass dann gar nichts mehr geht oder noch weniger geht und Mann, Frau bis zur Rente ausharren muss. Es ist alles wandelbar. Das Einzige, was wir nicht wandeln können, was wir nicht zurücknehmen können, ist wertvolle Lebenszeit. Die ist vorbei. Und schau mal, wir haben nur das eine Leben im jetzigen Körper. Wir mögen schon viele frühere Leben gehabt haben, unsere Seele, diese Energie, die uns belebt, dieser Teil des Ganzen. Wir mögen auch noch viele weitere Leben haben, aber im jetzigen Leben, im jetzigen Körper ist das das einzige Leben. Und das ist doch das Wertvollste, was wir bekommen haben. Und die Zeit ist mit das Wertvollste, was damit zusammenhängt. Die können wir nicht zurückdrehen. Und da war für mich immer so ein Aspekt, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich gehe jetzt durch meine größten Ängste durch, ich höre jetzt auf, wertvolle Lebenszeit zu verlieren und ich verhalte mich jetzt so, als wenn mein eigenes Leben im wahrsten Sinne des Wortes in Gefahr wäre. Denn schau mal, mein krasses Beispiel, wenn jemand, ein geliebter Mensch aus dem Umfeld in Gefahr ist, in Lebensgefahr ist, dann erzählen wir ja auch uns auch keine Geschichten. Also ich würde das nicht machen. Ich gehe mal davon aus, du würdest das auch nicht machen. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich kann dich nicht retten, weil. Dann würdest du ja auch alles dran setzen, diesen geliebten Menschen zu retten. Und so habe ich irgendwann angefangen, mich zu verhalten. Ich lausche auf den ersten Impuls, was mich wirklich im Herzen anspricht, wo ich wirklich fühle, das bringt mich jetzt weiter. Das ist die Begleitung für mich, den nächsten Quantensprung in meinem Leben zu machen. Und dann gehe ich auch durch diese Angst hindurch und mache das auch. So wie wenn mein Leben in Gefahr wäre. Und im übertragenen Sinne, diesen Impuls hatte ich auch, als ich noch im öffentlichen Dienst war und da zweimal die Woche am Schreibtisch gehockt habe und mich immer gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Ich will das eigentlich nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Ding. Ich bin hier irgendwie fehl am Platz. Da muss es was anderes in meinem Leben geben. Ich habe auch eigentlich keine Lust, noch 4, 5 Jahre durchzuhalten, um dann irgendwie in die Rente zu gehen oder Frührente zu gehen. Ich habe so einen klaren Impuls von meiner Seele bekommen, wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe und mich wirklich zu 100% für mich selbst entscheide, dann schickt meine Seele mir die rote Karte. Wenn ich noch weiter dahin krebse, dann kommt irgendwann der Krebs. Und mit dieser Diagnose wollte ich mich einfach nicht auseinandersetzen. Und natürlich hatte ich Ängste und Existenzängste, als ich die Kündigung eingereicht habe. Und natürlich hat das Umfeld mich auch für verrückt erklärt und mir auch gesagt, vor allem Kollegen, 3, 4 Jahre jetzt hier noch durchzuhalten und dann in Frührente zu gehen, das wäre doch ein leichtes. Aber das Leben findet jetzt statt. Und ich kann dir sagen, wenn du dich so verhältst, als wäre dein Leben in Gefahr und aufhörst, dir Geschichten zu erzählen, warum etwas nicht funktioniert, dann werden so viele Türe und Tore sich öffnen und wundersame Dinge geschehen, die du jetzt mit deinem Verstand, mit deinem Denken einfach nicht kreieren kannst. An allererster Stelle steht einfach immer und immer wieder, sich zu entscheiden, auf den ersten Impuls zu lauschen und durch diese Angst, die damit einfach verbunden ist, dann auch zu gehen. Und deshalb ist eigentlich nicht das Geld das Problem, etwas zu machen,
dir ein Coaching zu buchen oder dir Hilfe zu holen, die dich aber dann auch da abholt, wo du jetzt stehst und dorthin bringt, wo du wirklich hin willst, sondern die Angst. Und die kann dir niemand abnehmen, die zu überwinden. Und deshalb steckt einfach dahinter dein größtes Entwicklungspotenzial. Und das nächste Thema, ich wäre vor allem frei von alten Traumata und dieser Angst, die mich ständig begleitet, könnte aus meiner Erstarrung und Bewegungslosigkeit raus, könnte Leichtigkeit und Freude haben. Ich weiß ja jetzt nicht, was genau sich da hinter diesem Traumata und allem verbirgt, was da an Erfahrungen und solchen Erlebnissen, was sich dahinter verbirgt. Aber auch das ist alles änderbar, wandelbar, da gibt es Möglichkeiten, sich davon zu befreien. Man darf es nur einfach auch wirklich wollen und sich dazu entscheiden, ich befreie mich jetzt von diesem ganzen Drama. Ich befreie mich jetzt von diesem ganzen Drama. Ich gehe da jetzt raus. Ich habe da metaphorisch gesprochen, immer so ein schönes Beispiel. Ich steige jetzt ab von dem Bonanza-Pferd, von dem Bonanza-Drama-Pferd. Noch einmal 30 Sekunden reiten und da steige ich ab. Das ist alles wandelbar und änderbar, aber eins ist nicht änderbar, Zeit zurückzudrehen. Und das ist das Wertvollste, was du hast. Und das möchte ich dir hier auch nochmal bewusst machen, dass du wirklich mal eine Entscheidung triffst, dein wahres Potenzial wirklich, wirklich zu entdecken, aufhörst zu funktionieren. Ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben. Ich habe den ganzen Tag funktioniert. Ich habe das ganze gefühlte frühere Leben funktioniert. Dass du mal anfängst zu leben, wirklich zu leben, dass du dir so die Freude und die Leichtigkeit wieder in dein Leben holst, indem du die Dinge machst, die deinem Herzen entsprechen und indem du auch dich von dem ganzen Kram, von den ganzen Schleiern löst, die über dich gestülpt wurden, dass du dir nicht erlauben kannst, auch damit einhergehend das Geld, die Geldenergie in dein Leben zu ziehen, die du brauchst, um es dir richtig, richtig gut gehen zu lassen und die du vielleicht auch haben möchtest, um sie weiterfließen zu lassen, um soziale Projekte zu unterstützen, keine Ahnung was. Ich habe gerade gestern noch mit einer meiner Akademikerinnen ein Coaching gehabt. Das hat mich so im Herzen berührt, dass sie auch in ihrer Lebensstory geschrieben hat, dass auch sie eine Akademie in ihrem Bereich aufbauen möchte, wo sie hunderttausenden Menschen bei helfen möchte. Das ist so, so schön, wenn ich das sehe, wie wir gemeinsam dieses Potenzial wieder entfalten. Wie wir gemeinsam, wie ich da einfach unterstützend helfen kann, mal nochmal diese eigene Großartigkeit zu entdecken. Das, was wirklich in dir steckt. Da ist so viel Potenzial. Du bist so eine wunderbare Frau. Du bist so eine wunderbare Persönlichkeit oder auch ein wunderbarer Mann. Ich sehe jetzt hier gerade nur Frauen, aber es sind ja auch einige Männer hier in der Gruppe, die das vielleicht im Nachhinein anschauen. Du hast ja doch definitiv mal was anderes vorgenommen in deinem Leben. Mach's doch jetzt, entdecke doch jetzt das, was in dir ist und hör auf, dir Geschichten zu erzählen, dass etwas nicht geht, weil. Lausch auf den ersten Impuls, auf dein Herz, frag nicht noch im Umfeld, was hältst du davon und, sondern lausch auf deinen ersten Impuls und geh dafür und setz alles dran, so wie ich das eben beschrieben habe, dass du auch deine Künstenträume nochmal auspackst und dir dein Leben so gestaltest, wie es dir wirklich entspricht, dass du das auch gerne damit vergleichst, als wenn dein Leben oder das Leben eines lieben Menschen in Bewegung, in Lebensgefahr wäre, weil dann würdest du auch alles dran setzen, dein Leben oder das Leben des Menschen
zu retten. Und so rettest du letzten Endes dich und dein Leben und nicht nur dich selbst, sondern wenn du Kinder, wenn du Familie hast, letzten Endes auch deine Familie, deine Partnerschaft. Weil wenn du in deiner eigenen wahren Größe, Kraft, Energie und Stärke bist, schau mal, was hast du dann für eine Ausstrahlung? Was hast du dann für eine Sogwirkung? Was hast du dann für eine Anziehungskraft auf deine Familie, auf deinen Partner, auf deine Kinder? Und kannst ihnen was ganz, ganz anderes vorleben. Das war für mich auch mit der größte Motivator, dass ich meinen Kindern noch was anderes mit auf den Weg geben kann jetzt, als das, was ich ihnen in meinem früheren Leben mit auf den Weg gegeben habe. Okay. Das andere, was noch so kommentiert wurde, unsere Wohnung wäre keine Mietwohnung mehr, ich hätte einen Job, der mir Spaß macht. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen, wo sich dahinter verbirgt, das funktioniert nicht, weil ich kann mir jetzt nicht mein Traumleben kreieren. Ich darf es mir nicht erlauben, ich bin es nicht wert. Das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, das sind natürlich alles Dinge, die da auch ganz, ganz viel mit einhergehen, weil, wie ich eben ja schon eingangs erwähnt habe, es ging darum, in der Schule dem Lehrplan zu entsprechen und später einen Beruf zu lernen oder, keine Ahnung, den elterlichen Betrieb zu übernehmen oder ein Studium zu machen, des Studierenswillens, ganz nach dem Motto, dass man irgendwas mal in der Hand hat. Man hat uns das einfach nicht beigebracht. Und das jetzige Zeitalter, die jetzige Zeitqualität, erleichtert es einfach wirklich, das eigene Ding zu entdecken. Und wir haben da draußen im Grunde genommen so viele Probleme und Herausforderungen wie noch nie. Und du mit deiner Einzigartigkeit hast ein eigenes Potenzial in dir, wo du einer der vielen Problemlöser da draußen sein kannst, wenn du es dir denn endlich mal erlaubst, dich zu zeigen und rauszugehen und dein wahres Potenzial zu entfalten und zu schauen, was ist das, was du mal mitgebracht hast hierher, dich daran eben zu erinnern. Und da sind wir auch so bei dem nächsten Punkt, was auch eine geschrieben hat, alle würden sich gegenseitig achten und respektieren und wären wohlwollend miteinander. Diesen vielen Unfrieden, den wir da draußen sehen, zwischen Menschen, zwischen Ländern, das sind alles, spiegelt alles die eigene Unzufriedenheit mit sich selbst wider. Schau mal, wenn jeder von uns, ausnahmslos jeder von uns, das machen würde, was dem eigenen Potenzial, den eigenen Fähigkeiten entsprechen würde, was wäre denn dann jeder von uns? Er wäre im Einklang mit sich selbst. Er wäre in der Liebe mit sich selbst. Er wäre zufrieden mit sich selbst. Und dann könnte kein anderer Außenstehender hingehen und irgendwelche Kriege und Streitereien und entfachen oder anzetteln. So gesehen, ich weiß, jeder von uns wünscht sich den Weltfrieden, aber der fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Wenn jeder sich erlaubt, und das ist auch mit meiner Mission, warum ich das hier auch alles mache und warum ich auch davon spreche, wenigstens 100.000 Frauen dabei zu Menschen, Männer dabei zu unterstützen. Bei mir sind es eben in erster Linie Frauen, aber auch Männer sind herzlich willkommen. Das zeigt ja auch, dass ich einen wunderbaren Martin heute Abend hier im Erfolgsinterview live habe um 20 Uhr. Wenn absolut jeder in seiner eigenen Kraft, Stärke und Energie ist, was hätten wir alle für ein friedvolles, wohlwollendes Miteinander? Keiner käme auf die Idee, mit einem anderen Streit anzufangen. Das sind alles Unzufriedenheiten mit sich selbst. Keiner käme auf die Idee, keine Regierung, die wir in diesem Stil, wie es sie jetzt gibt, auch gar nicht bräuchten, aber es ist ein anderes Thema,
zu sagen, dieses Land hier ist mein Land und das gehört mir. Wie verhalten wir uns denn da? Wem gehört denn Mutter Erde? Wie kommen wir auch überhaupt auf die Idee, dieses Land hier, das ist, das gehört den Deutschen und das Land hier gehört den Franzosen und das Land hier gehört den Engländern. Wie kommen wir einfach auf die Idee zu sagen, das ist unser Land? Die Erde ist doch unser aller Haus. Verstehst du, was ich meine? Wenn wirklich jeder von uns selbst in seiner eigenen Kraft, Energie ist, sein eigenes Potenzial lebt, das lebt, was da in ihm verborgen ist, als Teil des Ganzen und jeder von uns, du, ich, jeder von uns ist ein Teil des Ganzen, trägt diesen, ich nenne es jetzt mal, göttlichen Kern in sich, ohne irgendeine religiöse Behaftung. Da fängt der Weltfrieden an. Und vielleicht mag auch das jetzt für dich der Motivator sein, endlich durch deine Ängste zu gehen und zu sagen, jetzt ist endlich Schluss, jetzt entdecke ich meinen Seelenplan. Das ist eine Fliege, die auch ihren Seelenplan noch entdecken will, eine Eintagsfliege. Jetzt entdecke ich meinen Seelenplan, jetzt lebe ich mein volles Potenzial und trage so auf meine eigene Art und Weise zu einer besseren Welt bei. Vielleicht ist das dein Motivator, was auch immer es ist. Aber hör auf, dich so zu verhalten, als hättest du noch viele, viele Leben oder wäre dein jetziges Leben unendlich. Für unsere Seele, für diese Energie, die unseren jetzigen Körper belebt, ist es sicherlich unendlich. Aber für unseren Körper, jetzt, wird diese Energie irgendwann den Körper verlassen. Und so gesehen haben wir jetzt nur dieses eine Leben. Und da hast du ein ganz, ganz großartiges Potenzial in dir. Und ich möchte auch, so wie ich das für mich wollte und so möchte ich das auch für dich, dass du irgendwann mal auf dein Leben zurückschaust und sagst, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe mein Potenzial noch entdeckt. Ich habe mich noch an die Hand nehmen lassen und habe mir meine Einzigartigkeit, meine wahre Größe noch zeigen lassen und habe noch was draus gemacht und habe noch eine wunderbare, habe wunderbare positive Dinge hier noch hinterlassen, habe noch meinen Beitrag hier geleistet. Okay. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen jetzt was rüberbringen, konnte dich da inspirieren. Zwei Dinge noch, heute Abend um 20 Uhr habe ich Martin hier im Live-Interview, im Live-Erfolgsinterview. Und da werden wir darüber sprechen, wie er es eben auch geschafft hat, raus aus dem Burnout und rein in die Lebensfreude zu kommen. Er hat sich wirklich so zum strahlenden Familienpapa entpuppt in der Zwischenzeit. Wir arbeiten jetzt auch schon eine Weile zusammen. Und da wirst du noch mehr Impulse und Geschenke und Anregungen in der Richtung heute Abend um 20 Uhr live hier in der Gruppe bekommen. Und jemand aus meinem Team hat auch noch mal ein paar Termine online freigeschaltet, wo du dich zu einer kostenfreien Durchbruchssession bewerben kannst. Warum spreche ich von bewerben? Bis vor nicht allzu langer Zeit war es ja möglich, dass du direkt zu mir eine kostenfreie Durchbruchssession konntest, aber der Zeitrahmen gibt das jetzt nicht mehr her. Deshalb spreche ich von bewerben. Es wird dich also erst jemand aus meinem Team anrufen. Also ich schreibe dir auch gleich den Link hier ins Kommentarfeld nochmal rein. Such dir da einen Termin aus. Du bekommst dann erstmal einen Anruf von jemandem aus meinem Team, wo einfach mal geschaut wird, wo dein Potenzial liegt, was genau deine mentale Ausrichtung ist, wo du genau hin willst und wie genau ich dir helfen kann.
wenn wir da sehen, dass da wirklich Potenzial da ist, dass du auch wirklich willst, hallo liebe Hilke, dann sprechen wir beide nochmal in einem persönlichen Gespräch erst zusammen, warum dieses persönliche Gespräch dann auch mit dir nochmal, weil wenn wir zwei zusammenarbeiten, dann will ich wirklich auch wissen, die Chemie stimmt. Ich kann dir wirklich helfen und ich will dich da abholen, wo du jetzt stehst und dich dorthin bringen, wo du wirklich hin willst. Und dieses Navigationssystem, das biete ich dir. Und deshalb dieser Weg, also erstmal ein Vorgespräch, wo erstmal herausgefunden wird, wie genau wir dir helfen können und dann sprechen wir beide gerne auch noch zusammen. Und dann kannst du dich entscheiden, beziehungsweise dann entscheiden wir zwei uns erst auch für eine Zusammenarbeit in der Akademie, dass du endlich durchstarten kannst in dein Leben, so wie du dir es aus ganzem Herzen wirklich wünschst, wo wir alle deine Talenten und Fähigkeiten entfalten, entpacken, wo wir uns genau deine Lebensstory anschauen. Das eine Ding finden, das dich ausmacht, all deine anderen Talente und Fähigkeiten drumherum packen und dann Schritt für Schritt alle weiteren Schritte eben gehen, dass das eben auch auf einem stabilen Fundament steht. Also du bekommst das von mir quasi dann auf dem Silbertablett serviert mit einer intensiven Zusammenarbeit umsetzen. Das kann ich dir natürlich nicht abnehmen, das darfst du natürlich selbst, musst du auch selbst. Alles andere würde keinen Sinn machen. Okay? Also Link zum Kalender kommt gleich hier und heute Abend. Sei gern dabei, wenn ich den Martin live hier im Erfolgsinterview habe. Okay? Ganz liebe Grüße, ganz liebe Umarmung. Bis dahin. Ciao.